So, da sind wir wieder. Ich habe ja gesagt, wir treffen uns hier bei der wilden Hilde. Mein armer Rococo. Miss Coffee, ich habe Ihren Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rococo? Kann ich ihn zurückhaben? Ah, komm. Er wird schon. Sich bestimmt freuen, nach Hause zu kommen. Mit Sicherheit. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker, mein gefräßiges Kerlchen. Ich kann es kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Beim nächsten Mal landet er in der Pfanne. Von nun an führe ich Rococo an der Leine, wenn wir rausgehen. Ist besser. Die Frage ist, warum sind da Gegner? Gut, ich will aber jetzt tatsächlich weiter zurück. Hier. San Bakars. Bakars Prüfung. Da hoch. Ich meine, dürfte doch kaum noch. Okay, der Drachen ist cool. Aber Drachen sieht steigen. Interessant aus. Drachen steigen als Zauberer finde ich dann doch irgendwie ein bisschen lame. Hier lang, ja, ne? Gut, dann geht's in die Mine. Ja, von dem Floor fliegen müsste ich doch mehr als genug haben, oder? Wie viel haben wir es eigentlich? Ja, wir haben ja schon 8. Ja, ich bin ein alter Mann. Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Okay. Rebellion. Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Incendio. Contingo. In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Drache. Na dann. Den wollen wir wiederbeleben, müssen ihn klatschen. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Haben Sie schon mal ein Grabhorn bezwungen? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Zermürben? Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf sie warten. Oh, meine Fresse, weißt du, ganz große Scheiße ist am Laufen und die fangen an mit solchen Mist. Warum hat er mich erst hierhin gejagt? Wenn ich das krabbe. Ich meine, ich verstehe es schon, aber warum muss ich jetzt tausende Meter nach dort?
Bei Skyrim hat mir das Erkunden der Türme Spaß gemacht. So, wenn ich Überreste eines großen Meeresgetiers finde. Arresto Momento. Ah, so ein Tiernest. Ich dachte, ich könnte da was mitnehmen, aber scheinbar habe ich verkackt. Reveal. Ja, gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe gerade den Boden mit dir gewischt, du Lappen. Ich hab dir in den Arsch getreten. Ich habe dir in den Arsch getreten, mein Guter. Vielleicht sollte ich hier auch nicht hin, wenn ich nichts mehr tragen kann. Ah ne, Mega-Power-Trank war das wahrscheinlich. Okay. Immerhin. Das bedeutet, ja gut, macht schon Sinn, ne, die ganzen Herausforderungen mitzunehmen. Lumos. Ich diesen Flatterviecher mal folgen. Sammlung aktualisiert. Ups. Muss ich irgendwie zermürben. Das mit... War vielleicht eine ganz gute Hilfe, mir hier ein paar von diesen Viechern auf... mir ein bisschen alte Magie aufzusetzen. Contingo. Halt noch mal
eins. Komm, hin, du! Vernichte dich und... Lazio! Rekindo! Verpinto! Ich bin an den Tod recht! Mach's so! Lazio! Verpinto! Lazio! Rekindo! Warum bist du nicht weggerannt? Hast vor zu sterben? Gib hin! Konflikt! Protego! Da, komm her, du Limo! Na komm, das war doch... lachhaft. Ja, ich weiß nicht, ob es das jeweils braucht. Die Frage ist natürlich, was mache ich nach dem Let's Play mit dem Spiel? Meistens ist es tatsächlich oft so, dass ich danach einfach nichts mache. Das Spiel bleibt dann im Schrank liegen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier wirklich noch die ganzen Sachen mitnehmen möchte. Es ist so eine On-Off-Beziehung mit mir. Mit mir und dem Spiel. Ja, versteck du Lappen. Es wurden Fehler gemacht, aber ich kann mich nicht beschweren, wenn ich so... Lazio! Vielleicht höre ich auch nur meine... Komm her. Wo seid ihr dann? Hm? Alter Schwede. Ah, ich würde sagen, ja, ich schaff das schon, aber irgendwie ist die Frage, ob ich Bock habe. Natürlich. Ja, dann lief der eben besser.
Also. Ja, ja, geht mich auf den Sack. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit denen anlegen soll. Ich würde sagen, das ist ärgerlich. Da war aber Kedabra, würde ich wahrscheinlich wesentlich besser fortfahren. Ich muss mal gucken, wann sich der Sebastian wieder bei mir meldet. Rivelio. Gegen eine fucking Spinne verloren. Na gut. Ah, das ist wieder so ein Dingsbums. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Kann ich das zu 100% drehen? Noch sehe ich es nicht. Doch jetzt. Wolf. Ein Wolfssternzeichen. Nicht schlecht. Das hat jetzt was gebracht. Gar nichts. Schade. Ich habe das Gefühl, es wäre jetzt ein bisschen gemein, wenn ich da jetzt mit dem Besen runterrennen würde. Also fliegen. Erdos-Trank. Maxima-Trank. Rivelio. Wer hier wohl gelebt hat? Schwierig einzuschätzen, aber ich weiß, was uns erwartet. Ja, hier muss es sein. Überresten eines großen... Holy shit. Holy moly. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Ich muss ihn zermürben. Das bedeutet, ich mache kaum Damage. Naja, hübsch ist er nicht. Ich kann kein Crucio benutzen. Ja, das mit der Altmagie ist halt echt schon mies. Thank you.
Ah, scheiße. Alter Wichser. Was sagst du? Au. Zum Glück bin ich echt so ein kleiner. Warum kann ich ihn nicht einfrieren? Was? Ich habe gerade den Boden mit dem aufgewischt und jetzt knie ich und dann ist alles okay. Aber cool. Da verfügt über einen mächtigen Sturmangriff. Okay. Okay, langsam. Na also. Sollten wir mal einen Zahn zulegen? Aber mal machen. Okay, das ist echt cool. Okay, ich hab da richtig Bock jetzt. Ja, yeah, was ist los hier, Lümmel? Sollen sie nur kommen? Hat euch niemand beigebracht, dass man sich nicht einfach alles nehmen kann? Wenn du Selbstgespräche. Durchrennen kann man mal machen. Den Lord küsst ihr nicht aufhalten. Du hast unser Pläne. Also nix. Den Lord der Küste. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Was ist dein Testament? Wir müssen ja eh nur durchrennen. Tschüss. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Soll ich beeilen? Ja. Ich meine, ich tritt dir in den Arsch, wortwörtlich. Okay, das macht so Spaß gerade. Kann ich dich aber mitnehmen? In meinen Beutel? Viel, dass so hässlich wäre. Also mit den Tentakeln am Mund. Ein guter Eile, mein Schatz. Was ist denn gerade? Oh, du Fury.
brauche ich den noch? Muss ich da mit dem jetzt durch? Nimm mal mit. Oha, ich dachte, ich wäre jetzt runtergefallen. Den ganzen Scheiß nochmal machen. Hat aber Spaß gemacht, muss ich gestehen. Hatte ich jetzt Bock drauf? Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihnen zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Ah, dann. Warum ist er so misstrauisch? Der Halunke. Revelio. Gibt's hier keine Schätze oder so? Muss mal gucken, wie lange wir dran sind. Ich muss gleich nochmal auf Toilette. Zieh doch erstmal die Maske ab. Ah, ich muss mir die Erinnerung ansehen. Isadora? Isadora? Mr. Morganack, ich... Ich glaube, sie hat ihm noch mehr genommen. Die Frage ist, wusste Isadora das? Mr. Morganack? Sam, gut, dass Sie da sind. Isadora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater... Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isadora hat weitergemacht. Oh, shit. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Was? Wir brauchen die anderen. Das geht ja mal gar nicht. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz, ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden, nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isadora, runter mit dem Zauberstab. Erzähl doch einfach, dass ihr Vater auch keine Gefühle mehr hat. Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich sie nicht. Expelliarmus! Alter, die hat euch gerade den Kock gezeigt. Boah, das Kreuz ist gebrochen. Schwanzvergleich. Diese Dora hat den größeren Cock, alter Mann.
Sie lebt. Was? Ach so, sie. So, so. Das machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.